Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Mafia 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, euer Transact für euch am Mike. Freut sich mit euch auf eine neue Runde Mafia. Und wir müssen hier weiter Bevers Vollstrecker erledigen. Das ist ja letztes Mal so ein kleines bisschen unglücklich gelaufen. Und hier müssen wir schon den nächsten gleich, den haben wir schon auf unserem Zettel. Das Problem ist, sie verfolgen uns leider auch. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die haben auch die Wachposten jetzt alarmiert. So, mal gehen gucken. Oh, tut mir leid. Die Lage aus. Da oben, oh, der ist so schwieriger zu catchen. Der ist da drin, wa? So ein Sheet. Vorsicht, Platz da. Immer schön im Anzug hier. Ah, vielleicht kann ich hier rein. So, ich versuche hier mal. Oh, oh. Da ist er. Das wäre natürlich ein Traum, wenn man den jetzt erledigen könnte. Schnappt euch diesen Dämpfer. Oh, shit. Schnappt die Flügel. Ist jemand? Mach ihn alle. So, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Raus. Raus. Weg. So, wir nehmen die Karre hier. Schön. Weg. Oh. Die müssen wir überfahren. Ah, shit, die hat... Schnell weg. Oh mein Gott, ist das eine lahme Karre. Los, schnell weg hier. Ja, seid ihr nicht? Oh, dann ist das ja gut gelaufen diesmal. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Höhle hier? Das geht ja gar nicht. Was ist das denn für ein Familien-Pampers-Bomber hier? So, mal sehen, dass wir uns gleich wieder ein anderes Auto zulegen. Wenn wir hier in Sicherheit sind. Ja, so. Sehr schön. Dann schauen wir mal eben, was wir hier noch auf dem Zettel haben. Nicky Burke. Und weiter. Was haben wir hier? Doch, einen haben wir hier noch zu erledigen. Hier vorne, da ist noch einer. Da ist der Verteilerkasten. Da wollen wir nicht hin. Point Verdun. Okay, da müssen wir noch hin. Aber nicht mit. Ja, das klingt gut. Ja, wunderbar. So. Gut, dann müssen wir eben mit dieser, mit dem Pampers Bomber da eben hin. Das ist auch nicht ganz so wild. So weit ist das ja nicht. Vielleicht finde ich ja oft auf dem Weg noch ein besseres Auto hier. Mein Gott. Hier zum Beispiel. Da ist, glaube ich, keiner. Gehen wir mal die Karre her hier. Das ist besser. Zwar verrostet, aber egal. Komm, verzieh dich. Jo, der ist schon besser. Eine richtig schöne, versiffte Karre hier. Aber wenigstens hat der ein bisschen mehr Dampf unter der Haube. So, komm, zieh zu da, Opa. Keine Zeit. Das ist doch mal ganz gut gelaufen. Auf jeden Fall besser als das letzte Mal, wo wir von der Polizei gecatcht wurden. War doch gar keine schlechte Idee, durch den Nebeneingang da reinzugehen. So, hier ist so irgendwo Polizei in der Nähe. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach, da vorne, alles klar. Hier ist irgendwo ein Polizistennest, wa? Ja, meine Lieben, und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte... Oh, nicht bei Rot.
Ist da irgendwo... Ach, der guckt woanders hin. Dann lasst doch bitte unbedingt einen Kommentar oder ein Like da. Würde mich sehr freuen und unterstützt das Projekt. Wir Mafiosos müssen ja zusammenhalten hier. So, nächste rechts. Und dann müsste das eigentlich der letzte auf der Liste jetzt sein, ja? Vorne. Oh oh, was ist da? Wieso leuchtet der rot? Hat der mich gesehen? Irgendwie. Hm. Wieso ist der rot? Da hinten irgendwo, da kann ich nicht weiter ran, ne? Das ist natürlich übel. Nee, da kann ich nicht weiter ran. Versuch da mal ein kleines Stück noch durch den Park zu fahren. So dicht wie möglich im Auto ran. Da vorne ist er. Okay. Kann ich zur Not ins Wasser springen? Oh oh. Oh, hier sind aber viele Leute. Shit. Ist hier nur die Polizei da? Hier ist auch noch ein Verteilerkasten. Den können wir nicht machen. Hm. Oh, das ist auch einer von denen, glaube ich. Oder? Oh, oh. So, sonst ruft die gleich die Polizei. So, zack. Weg. Weg, 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 weg! Komm rein in die Karre. Rein in die Karre und weg. Das war so, hatte ich mir das nämlich vorgestellt, genau. Schnell weg hier. Wow, 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 wow. Schnell weg. Der hat mich nicht gesehen. Sehr schön. Huh, meine Güte. So. Das lief doch mal sehr grandios. So, Zeit für ein kleines Zwischenfazit hier. Das ist doch mal richtig gut gelaufen. Mal eben gucken. Was haben wir hier noch? Thomas Burke. Den müssen wir, glaube ich, sowieso nochmal treffen. Die irische Mafia. Ja, wir haben hier eigentlich alles jetzt soweit gesäubert. Was ist das hier noch? Okay. Den Schwarzbrenner befragen. Das machen wir dann jetzt auch nochmal eben. Das quetschen wir noch in die Folge mit rein. Verbleibender Schaden 19.350 Euro. Oder nee, Dollar. Euro haben wir ja hier nicht. Wir haben ja Dollar. So. Da wollen wir nochmal eben rein. Oh, wird das auch mal grün hier. Fahr, Mensch. So, nun fahr nu. So, hier einmal rüber. So, schön den anderen mit angeditscht. Und hier kriegen wir auch... Oh ja, hier ist... Hier müssen wir eigentlich auch irgendwo... Genau. Befragen. So, was war das wieder hier?
Hallo, Moinsen. Wen soll ich denn da befragen? Kleinen Unfall, Jungs. Hallo, Hallöchen. Und viel. Lass dich hier bloß nicht wieder blätten. Der verdammte Bergmann. Gute Fragen. Du hast hier ich nichts zu suchen. Ich vermisse den besoffenen Schwanzlutscher. Ja, wen soll ich denn hier? Wenn ich du wäre, würde ich mich verpissen. Wow, shit! Krass. Okay. Das ist ja mal wieder ein bisschen daneben gelaufen, würde ich so sagen. Okay, das versuchen wir doch gleich nochmal. Ach, der sah so harmlos aus. Ich habe gedacht, ich kann da so hinlaufen und den eben mal eben so ein bisschen an eine Kandare packen, aber das hat nicht geklappt. Das waren alle seine Bros da in der Nähe. Das ist natürlich übel. Ja, $35 habe ich verloren, da kann ich mit leben. So, Schnuckipucki, ich muss da nochmal eben hin. Das nützt alles nichts. So, gib mir meine Höhle wieder. Ja, unser grünes Froschfahrzeug hier. So, nicht mit mir. Das machen wir jetzt mal im schnellen Erledigen noch. Ist immer schade, dass man immer ganz wieder zurück muss hier, die Strecke. Und nicht in der Situation wieder einsteigen kann. Aber wir sind ja schnell da, so wie ich fahre auf jeden Fall. Sind wir ganz flink wieder vor Ort und hauen dem ein auf die Nüsse. So. Es ist so genial mit diesen Amis schleudern hier. So. Oh, was ist da denn jetzt los? Wieso ist da denn Polizei? Wie geht's denn so, man? Shit. Das ist ja mal richtig blöd gelaufen. Wieso ist da denn jetzt Polizei, so ein Shit? So, und jetzt nimmt den mit und dass ich da rein kann. Genau. Nehmt den schön mit und verzieht euch. Kommt da noch ein Polizeistreife oder was? Tatsache, da kommt noch eine Polizeistreife. Ja, meine Lieben, da machen wir hier einen Cut, würde ich sagen. Ich glaube, so schnell kriegen wir das hier jetzt nicht hin. Ich hätte das ja gerne noch geklärt hier, aber das sieht nicht danach aus, nach einer schnellen Lösung. Dann machen wir uns hier erstmal wieder vom Acker. Mal eben schauen. So, da ist der... Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Da kann man erstmal nichts machen, sonst werden wir hier gleich mit verhaftet. Da ist gerade Polizei im Einsatz. So. Gut, dann machen wir bei der nächsten spannenden Runde weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und lasst ordentlich Däumchen da, ihr Lieben. Haut rein, bis dann. Ciao.